Willkommen zum nächsten Programmpunkt, dem Vortrag und dem Gespräch mit Gerd Lowing. Das letzte Mal, als ich mit ihm persönlich sprach, saß er auf einem Balkon eines Hochhauses in Singapur, wo er, glaube ich, auch gerade einen Vortrag hielt oder bei einer Konferenz war, hinter ihm so silbern-schwarze Mosaike. Und wir unterhielten uns eben über das Thema dieses Vortrags. In der Zwischenzeit war er auch in Australien und in Rotterdam und sicherlich auch wieder in Amsterdam. Also er ist viel unterwegs, ein gefragter Redner. Normalerweise arbeitet er aber ganz klassisch als Professor an der Uni Amsterdam, wenn ich das richtig sehe. Auch. Wo er auch das Institute for Network Cultures aufgebaut und geleitet hat, lange Jahre. Er schreibt einen Blog, das ist hier in Deutschland für Professoren sehr ungewöhnlich. Das finde ich, kann man immer wieder erwähnen, wenn jemand an der Universität einen Blog schreibt, finde ich sehr gut von meiner Seite aus. Er schreibt auch Bücher für die, die lieber was auf Papier lesen, beispielsweise Zero Commons oder das halbwegs Soziale. Zero Commons war so eine Art Analyse der Blogkultur und das halbwegs Soziale schaut eben auf organisierte Netzwerke. Darum soll es hier heute auch gehen. Er ist außerdem Professor für Medientheorie an der European Graduate School in Saas Fee und außerordentliches Mitglied des Center for Digital Cultures an der Leuphana-Universität Lüneburg. Herzlich willkommen, Gerd Lowing, für Ihren Vortrag Die Macht der Echtzeit, Social Media als künstlerische Intervention. Und vielen Dank auch, dass Sie Ihren Vortrag auf Deutsch und nicht auf Ihrer Muttersprache Englisch halten. Herzlich willkommen. Ja. Guten Tag. Meine Muttersprache ist Niederländisch und ich arbeite bei der Hochschule Amsterdam und nicht bei der Uni. Aber egal. Herzlichen Dank für die Einführung und ich freue mich riesig, wieder in meiner zweiten Heimatstadt Berlin zu sein. Ich war leider ein ganzes Jahr nicht hier. In dem Jahr ist ja viel passiert. Und ja, es gibt also viel zu berichten und wie wir schon vorher gesehen haben, auch viel zu diskutieren. Also ich versuche ganz schnell zu sein, aber wie gesagt, es gibt viele, viele Projekte, viele Ideen, viele Kritiken. Also fangen wir gleich an. Ich bin also jetzt genau diese Woche jetzt 10 Jahre wieder zurück in Amsterdam, wo ich dieses Institut an der Hochschule Amsterdam leite. In diesen 10 Jahren hat sich das Institut verdoppelt. Wir sind jetzt nicht mit 2, sondern mit 4 Leuten. Es ist nicht besonders groß, aber wir versuchen trotzdem ziemlich viel zu machen. Das hier ist das Projekt, was wir mit Florian Kramer in Rotterdam machen. Da geht es um neue Formate für Tablets und Smartphones und der ganze Umkrempelung von dem ganzen Verlagswesen. Darüber werde ich heute Abend nicht berichten, aber das ist ein ganz spannendes Ding, genauso wie das neue Projekt für 2014 und 2015. Es geht da um Alternative Revenue Models und die ganze Debatte um Bitcoin, Crowdfunding und Mobile Money. Das fängt also in März an und läuft weiter in London und Sao Paulo noch dieses Jahr. Wie man weiß, war 2013 nicht nur das Jahr von Edward Snowden, sondern auch von Bitcoin. Da ist also sehr viel los, eine recht späte, aber trotzdem sehr zeitgemäße Reaktion auf der Finanzkrise. Dieses Jahr machen wir auch noch ziemlich viel in dem Bereich Suchmaschinen, die Politik der Suchmaschinen. Zum Glück gibt es hier in Deutschland sehr, sehr viele und sehr gute und kritische Forschung dazu. Und das bringen wir im Moment zusammen und die große Publikation darüber erscheint in 2, 3 Monaten. Näher an dem Thema aber ist dieses Netzwerk,
etwa 800 Leute im Moment weltweit, die sich da zusammentun. Das ist das Thema von den Alternativen im Bereich soziale Medien. Das hier war die große letzte Veranstaltung. Das war im März. Und das ist natürlich schon wichtig zu erwähnen, weil der große Schritt war natürlich im Juni. Ich war damals, als es geschah, war ich in Saasfee auf der European Graduate School. Ja, und seitdem muss ich gestehen, hat meine Welt auch natürlich sehr viel verändert. Ich möchte nicht sagen, es ist zusammengestürzt, aber doch ist der Fall Snowden natürlich noch einmal ganz von einer ganz anderen Ordnung als alles vorher, WikiLeaks, Anonymous und so weiter. Und ich möchte hier darauf hinweisen, auf diesen Vortrag, ich weiß nicht, ob ihr alle da wart, aber das ist Jacob Eckelbaum auf der Chaos Computer Conference in Hamburg Ende Dezember. Gut, es gab also der Fall Snowden, aber das zweite große Moment da war doch diesen Vortrag. Ne? Schaut ihr euch bitte alle an im Netz. Er ist recht technisch, aber es lohnt auf allen Fälle. Natürlich gibt es da viele Abkürzungen und so weiter. Man kann das immer aufsuchen. Und wenn man etwas von diesem Fall Snowden verstehen will, muss man also unbedingt diese Präsentation anschauen. Gut, natürlich ein paar Wochen später kam dann jetzt diese Woche diesen Aufsatz, wird im Moment natürlich sehr diskutiert, der Aufsatz von Sascha Lobo. Irgendwie war das natürlich zu erwarten. Gut, außerhalb von Deutschland kann man sich natürlich lustig machen über diesen Kulturpessimismus made in Germany. Irgendwie ist das auch natürlich, was man von den Deutschen erwartet, nicht? In dem Sinne wird diese Erwartung auch erfüllt. Ich weiß, Oswald Spenger, Untergang des Abendlandes, Kritik aber ist für mich ein bisschen zu einfach, ne? Für Leute, die draußen stehen, einfach zu machen. Aber ich finde, ich sage nicht, dass ich mit ihm einverstanden bin, aber ich spüre doch, dass sehr, sehr viele Leute eben dieses Gefühl haben, von Machtlosigkeit, und das kann man also so nicht einfach zur Seite schieben. Er schreibt da, ich weiß nicht, ob alle diesen Bericht eigentlich gelesen haben in der Frankfurter Allgemeine, ich lese nur ein Zitat vor. Die Kränkung, die ich verspüre, hat mich verstört und mit hilfloser Wut vergiftet. Sie hat mein digitales Gedankengebäude beschädigt. Der Westflügel ist eingestürzt, weil er auf Sand gebaut war. Heul doch, ja danke, das tue ich. Aber um viel mehr als nur die Ernüchterung, dass mein wunderbares Internet von einem undemokratischen, bigotten Geheimapparat regiert wird. Denn die digitale Vernetzung prägt die Gesellschaft viel stärker, als die meisten Politiker, Journalisten und Fußgänger erkennen wollen oder können. Es gibt, so endet er dann diesen Paragraphen, in Deutschland nur zwei Arten von Menschen. Die, deren Leben das Internet verändert hat, und die nicht wissen, dass das Internet ihr Leben verändert hat. Und dieser Gedanke, glaube ich, die kann ich sehr wohl verstehen.
Und das sieht man eigentlich, diese Zweiteilung, die er da anspricht, sieht man sehr wohl. Und diese Zweispaltung, muss ich sagen, hatte auch für mich einen ganz konkreten Moment bekommen, während dieser große Hacker-Treffen in so einem Zeltlager, wo 4.000, 5.000 Leute zusammenkamen, Anfang August, Observe Hack Make, nicht weit von Amsterdam entfernt. Und da gab es auf einmal eine richtig große Auseinandersetzung. Und das ist besonders, weil die Hackerkultur doch sehr geprägt ist von Konsensus. Ja? Und ich glaube, wenn Edward Snowden etwas erreicht hat, ist auch, dass diese Konsensusblase geplatzt ist. Und das fand ich interessant. Was wir sehen, ist, dass das Element von Konflikt wieder zurück ist. Und dass das in erster Instanz auch ein internes Konflikt ist, das müssen wir erstmal hinnehmen und vielleicht auch fördern und weiter analysieren und austragen. Das interne Konflikt hier ist natürlich zwischen denen, die brechen möchten mit dem Sicherheitsapparat, was hier auch schon mal erwähnt wurde in Frankreich. Also das Sicherheitsapparat ist ja heutzutage ein privates auch vor allem. Ja, und diejenigen, die da weiter mitmachen, in dem Fall ist das diese niederländische Firma Fox IT, der diese Computer-Hacker-Treffen gesponsert hat, und die Nein sagen dazu. Ne? Aus akademischer, theoretischer Sicht kann man sagen, hat das sehr zu tun mit dem Gedankengut von Chantal Mouffe. Vielleicht seid ihr damit bekannt, Friends, Enemies, Frenemies, vielleicht in deutschen Kontext wird man direkt an Carl Schmitt denken, aber das muss nicht unbedingt der Fall sein, man kann auch Chantal Mouffe lesen, wo sie auch als These hat, dass wir, wenn wir weiterkommen möchten, dass wir die Konflikte nicht befürchten sollen, sondern dass wir sie offen austragen und dass eben eine lebendige Öffentlichkeit davon lebt. Diese Idee aber ist komplett neu im Internetkontext, muss ich sagen. Vor allem die Ingenieurkultur der 70er, 80er Jahre hat dazu geführt, dass alle eine Konsensuskultur geschaffen haben und die auch implementiert haben in Standards, in Protokolle, in Software. Ne? Und diese Welt der Konsensus unter Ingenieure weltweit, die ist mit Snowden geplatzt. Und das ist der wichtige Ausgangspunkt. Ich finde, hier Michael Seemann hier aus Berlin geschrieben hat, ist eigentlich für mich die weitest vorangeschrittene, sagen wir mal, Reaktion und Reflexion, die ich bisher weltweit gefunden habe. Und wir haben beim Institut für Netzwerkkultur auch vor, seine Arbeiten in diesem Bereich ins Englische zu übertragen und herauszugeben, weil wir eben diese Reflexionen, diese Theorien und Gedanken, die er da äußert auf diesem Blog Kulturverlust und natürlich auch anderswo in meiner Sicht auch am besten auf dem Begriff bringt. Und ich habe sie hier kurz zusammengefasst. Ich kann nicht die ganze Blog-Postings hier zusammenfassen,
aber es sind wichtige Ausgangspunkte für die nächste Phase der Diskussion, wo es also um Strategien geht, ne? Und wo man also über diese Lähmung oder über diese Kränkungsphase von Sascha Lobo hinaus geht, ne? Das halte ich für wichtig. In meiner Arbeit aber geht es nicht nur um diese Strategien, sondern geht es natürlich in erster Linie auch um ganz konkrete Projekte. Und davon gibt es eben schon recht viele. Ja, aber ich glaube, Rob Kronkreib, war hier oder ich habe ihn sprechen gehört vorher, er hat einen Beitrag geliefert zu der Diskussion und er hat gesagt, ja gut, diese Projekte, diese alternative Projekte, die können nicht die Lösung sein. Und damit bin ich einverstanden, aber ich sehe sie auch eher als Beitrag zu der generellen Debatte. Ja, Rob hat auch gesagt, und ich unterstütze das auch, das ist war das die Message, die aus Hamburg kam, wir brauchen eine politische Lösung. Wir können uns individuell nicht schützen. Leute, das geht nicht. Ja? Glaubt nicht daran, dass ihr euch individuell schützen kann. Ja? Trotzdem müssen wir in der Zwischenzeit uns darüber Gedanken machen, wie wir weitergehen. Und ich glaube, diese Softwareprojekte, die ich hier vorstelle und die natürlich auch im Unlike Us-Kontext diskutiert werden und anderswo, die sind erstmal da, für mich auch diese Diskussion weiter voranzutreiben. Und das macht man eben, weil man selbst Code schreibt. Ja? Man kann natürlich auch auf die Straße gehen und demonstrieren und so weiter. Ja? Es gibt viele Möglichkeiten. Aber eben in diesem technischen Kontext, ja, wird es auch um Technik gehen. Ne? Also hier auf the record messaging, Twister, es gibt eine große Vielfalt jetzt schon von Alternativen. Ne? Man kann sich über Google und Facebook und Twitter und so weiter beklagen und das ist auch gut so. Wir forschen das, wir recherchieren das, aber wenn man das macht, ohne diese Alternativen in Betracht zu nehmen, legt eben diesen lähmenden Pessimismus sehr vor der Hand. Und davon müssen wir wegkommen. Das meist bekannte Projekt vielleicht, was Jakob Applebaum natürlich selbst auch immer fördert, das ist Tor, ne, mit dem man mehr oder wenig sicher sich im Web bewegen kann. Ich kann das alle empfehlen. Ja, die Liste von Software, die man installieren muss oder die man einem empfehlen kann, die ist recht lange, muss ich gestehen, und die ändert sich natürlich die ganze Zeit. Hier haben unsere spanischen Genossen haben versucht, das alles aufzulisten, in welchen Richtungen das mittlerweile geht. Na, also das ist ziemlich unübersichtlich, da bin ich einverstanden. Es gibt sehr viele Ebenen eben von Software. Natürlich geht das von Hardware und Operating System, von Betriebssystem bis natürlich ganz oben, ne, die Benutzeroberfläche. Ne? Das Rote da, das sind die Gefahrenzonen oder das sind die Projekte der Herrschenden sozusagen. Die Gelben, das sind eher die Alternativprojekte und das geht auch für die Grünen. Also recht unübersichtlich, aber das ist im Moment die Lage. Ja, die Lage ist unübersichtlich, aber wie man sehen kann, es gibt auch sehr viele verschiedene Richtungen, in denen man gehen kann und wo man seinen Beitrag, sagen wir mal, liefern kann. Vielleicht eine der, sagen wir mal,
Punkte, wo viel zusammenkommt, ist doch diese Idee, dass wir weg müssen von zentralisierten Netzen. Ne? Sehr, sehr viele haben mittlerweile verstanden, man kann vielleicht nichts gegen NSA machen und so weiter. Das stimmt, wir brauchen eine politische Lösung, aber auf lange Sicht brauchen wir auch eine Fragmentierung des Netzes. Das heißt nicht unbedingt, dass das Netz auseinanderfällt, aber man muss da eigentlich seine eigene Verantwortung wieder nehmen und das nicht immer bei Google legen und so weiter. Und in dem technischen Jargon heißt das, wir müssen hin zu einem föderativen System. Die Bundesrepublik Deutschland ist eine Föderation, glaube ich. Ich habe aber festgestellt, dass diese Idee, also die politische Theorie der Föderation, eigentlich ziemlich schwach ist, sehr alt ist zwar, aber sie braucht dringend ein Update. Also wenn man etwas schreiben will, was Sinn macht und was viele lesen werden, also bitte befasst euch mit Föderation, weil Föderation ist wirklich, was in den nächsten Jahren, sagen wir mal, auf der Agenda steht. Föderation heißt einfach, dass man dieses Horizontale mit dem Vertikalen verbindet. Ne? Und man weiß, das Internet von der Ideologie her benachteiligt immer diese horizontale Ebene. Die Realität des Internets ist aber vertikal geworden und diese zwei Dinge sind immer weiter auseinander gekommen. Ja? Und dieses berühmte Bild von der Rand Foundation aus 1981, was sie gemacht haben, braucht also dringend einen vierten Bild, das Bild der Föderation, außer das ist eigentlich leider noch nicht vorhanden. Und diese Ideen, muss ich gestehen, sind aber schon ein paar Jahre alt, also wir befassen uns damit, aber durch die Snowden-Affäre ist das natürlich alles viel, viel schneller und wird massiv diskutiert überall in der Welt. Und hier nennt man das Re-Decentralization. Ne? Und ich glaube, sehr, sehr viele Projekte, einzelne Projekte, die sich mit dem sicheren Kommunikations befassen, haben das als Ausgangspunkt. Aber ich möchte auch betonen, dass auch da eine politische Komponente gibt. Ne? Das ist also der Abbau von der Cloud. Ne? Das ist unvermeidlich. Manche sagen, gut, es wird vielleicht eine Nationalisierung von der Cloud geben. Ne? Das ist, was sowieso schon im Gange ist. Die Firmen, die sich richtig befasst haben mit der Situation von dem Internet nach Snowden, haben längst ihre Daten zum Beispiel nach der Schweiz überhoben. Ne? Die Schweiz claimt im Moment, dass sie einen sicheren nationalen Cloud haben. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Aber Abbau von Cloud ist schon angesagt. Gut, ich komme jetzt zu dem zweiten Teil und da geht es mir auch noch um Strategien. Gut, das ist hier die Wohnung von Julian Assange. Da unten sieht man die Botschaft von Ecuador. Na, da sitzt er in einem Zimmer. Obwohl das eine ganz inspirierende Geschichte ist und er nach wie vor eine wichtige Rolle spielt, glaube ich, müssen wir doch weitergehen über WikiLeaks hinaus. Ne?
Und ich habe WikiLeaks und Assange kritisiert und werde ich auch nach wie vor machen, weil ich glaube, dass das Modell von WikiLeaks nicht richtig geeignet ist für die Zeit. Warum? Weil er eigentlich, weil man das sehr, sehr schwer replizieren kann. Und das ist genau, was wir brauchen. Ja, WikiLeaks ist nach wie vor eigentlich eine SPO, so nenne ich das, eine Single Person Organization. Ja, und daran sind sehr, sehr viele Probleme verbunden. Hier sieht man zum Beispiel eine der...